Was zum Teufel sagen wir den Vollstreckern? Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgedreht und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen? Details, Mann. Wir finden doch nicht mal seine Leiche. Verdammt, Bruder. Warum musstest du das tun? Er hat sein Maul nicht gehalten. Hat mich wahnsinnig gemacht. Sonnenkönigin hier, Sonnenkönigin da. Immer nur beten und singen. Unerträglich. Umhauen hätte gereicht. Ich bin durchgedreht. Das passiert hier ziemlich schnell. Schon, aber du musst das kontrollieren. Halt einfach den Mund wegen der Sache, okay? Klar, klar. So, gucken die zwei Verliebten da oben sich jetzt die ganze Zeit an. Das ist natürlich blöd. Dann mache ich erstmal den. Der ist schwieriger zu treffen. Scheiße! Helft mir mal! Scheißdreck! So. Ich hoffe, dass es nur die beiden waren. Aber da Lara wieder aufsteht, wird es wohl so sein. Okay, da ist überall Gischt. Das heißt, wir springen, denke ich mal. Kommt sie da rüber? Uah, hoppla, falsche Taste. Doch, das schafft sie, ne? Ja, klar. So, dann würde ich sagen, wenn hier schon ein geheimes Grab in der Nähe ist, gehen wir da auch gleich rein. Hey, was ist da los? Nachdem ich den hier ausgeschaltet habe. Genau. So, dann kann der uns schon mal nicht mehr in die Quere kommen. Und ich würde sagen, dann gehen wir erstmal ins Grab und schauen da nach dem Rechten. Können wir von hier noch irgendwo eine Mine sehen? Ich sehe keine. Okay, dann ab ins Grab. Boah. Ach du Scheiße, Moment. Da musste ich kurz meine rechte Hand an die E-Taste tippen, weil ich kann mit der rechten Hand schneller die Taste drücken. Das ging jetzt gerade nicht. Da musste man wirklich sehr viel Kraft aufwenden. Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Okay. Naja, ich möchte mir nicht so einen Stein unter den Kopf legen. Also das ist, glaube ich, nicht bequem. So, damit haben wir die schon mal bekommen. Gab 500 EP. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. So, was... Achso, ein Schrank. Bisschen Bergungsgut. Ich denke, ich hoffe, wir finden gleich noch ein Feuer. Denn ich möchte ja, wie gesagt, noch die Napalmpfeile haben. Ein bisschen Feuer stiften und so. Ja, ja. So, mal schauen, ob ich mich an das Grab hier erinnern kann. Momentan mal noch nicht. Kommt mir nicht sonderlich bekannt vor bisher. Oben gab es ja auch noch eins, aber da brauchen wir erst, wie gesagt... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit dem Bogen hier schon schaffen können. Aber da kommen wir ja sowieso nochmal zurück. Wir müssen ja nochmal zu den anderen. Wenn wir Alex gefunden haben. Ja, Gewehr! Schön! Dann können wir das auch schon verbessern. Was ist das hier? Können wir da irgendwas einsetzen? Nee, da sagt es ja nichts zu. Hier ist noch was zum Sammeln. Ob wieder Kinderüberraschung am Start ist hier. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brieftasche gehörte einem Vater. Die Namen auf dem Bild. Millie und Coco. Ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Kann man hier eigentlich... Ich hätte jetzt gedacht, man kann hier noch was rausholen oder sich die Karten, den Pass eventuell ansehen, aber... Tja, die sind mit dem Flugzeug abgestürzt, so wie es aussieht. Astoria Charlie... ob das eine Kreditkarte ist? Wer weiß. Gut, damit haben wir einen Familienausflug auch gemeistert. Sehr gut. Zumindest die Reliquien haben wir dann komplett. Ein bisschen Grab sieht das bis jetzt hier nicht aus, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht eher aus wie, ja, wieder ein Teil von dem Stützpunkt von den Japanern hier. Halt ein bisschen eingestürzt, aber... Ne, hier Bürostuhl... Und so. Also, sieht nicht aus wie die typischen Gräber bisher. Ah, hier ist schon mal ein Lager. Das überflutete Gewölbe. Optionales Grab. Okay.
Kommandogewehr. Waffe modifizieren. Sturmgewehr zu Kommandogewehr. Yeah, sehr schön. Das gefällt mir. So. Ausrüstung. Ja. Dann werden wir jetzt hier mal schnell die Napalmpfeile uns zu Genüge führen. So, Napalmpfeile. Okay, was haben wir sonst noch? Dann war hier noch geflochtene Sehne und dann ist der Bogen eigentlich komplett gelevelt. Wie viel habe ich noch? 206. So, was gibt's denn hier noch? Mantel geschafft, Patronenmagazin. Ich gucke jetzt einfach mal schnell rein. Splittergranaten? Moment. Ah, 500. Okay. Was gibt's sonst noch? Präzisionslauf. Ja, haben wir eh nicht genug für. Visier gibt es noch, Schalldämpfer. Okay, Pistole ist, glaube ich, fast fertig, bis auf den Salbenmodus und den Magazinschacht. Und die können wir nicht mehr weiter leveln. Was ist Magazinschacht? Aha, Nachladezeit verringert sich dadurch. Okay, wir haben eh erstmal nicht genug, also lassen wir das erstmal. So, was haben wir denn hier? Aha. Hier können wir nicht aufmachen, nein. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Weil ich mich ja immer noch frage, was die hier... hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Tja, Frage aller Fragen, ne? Hoppla. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Ah, der Strom ist auch noch im Wasser, so wie es aussieht. Hm, schön. Ja, so ganz dunkel dämmert es mir hier irgendwie. Ich glaube, ich weiß noch, was das hier war. Genau, mit diesem Boot. Schauen wir es uns nochmal genau an. Da ist dieser Scheinwerfer ins Wasser gefallen. Der setzt natürlich hier alles unter Strom. Das heißt, ins Wasser können wir definitiv nicht rein. So. Das heißt. Ah, okay, das hat sich gerade schon erledigt. Das wollte ich nämlich wissen. Das können wir anzünden. Damit wir dieses Boot hier schon mal, was sehr realistisch auf und ab sich bewegt, weil hier ja voll der Wellengang ist. das müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwo zu unserem Vorteil nutzen. Ich gehe aber erstmal hier rüber und schaue mal, was noch so da ist. So, hier machen wir das auf. Unsere Schrotflinte sieht schon recht nice aus hier. Sehr schön. So, was ist das hier? Keine Ahnung, Turbine oder irgendwas wahrscheinlich... So, ich würde jetzt ganz einfach mal hingehen und das Boot mal hier rüberziehen. Dann kommen wir wahrscheinlich auch schneller übers Wasser drüber. Wir brauchen gar nicht durchs Wasser durch. Das treibt gerade etwas ab, das ist nicht so toll. Es soll eigentlich zu mir rüber. So, genau. Hier rüber erstmal. Warum macht sie da die Fackel an? So. So, jetzt ist natürlich die Frage... Die Frage aller Fragen, die ich mir gerade stelle, ist nämlich... Ja, genau. So. Dann hierhin. So. Jetzt müsste ich das Boot theoretisch... Ach, das geht gar nicht, sehe ich gerade. So, wie bekam man nochmal... Moment. Ja, genau. Man konnte nämlich hier, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Genau, den Scheinwerfer aus dem Wasser ziehen und dann... Moment, ich gehe mal gerade... Ich glaube, die Zeit reicht nämlich nicht. So, Moment. Den ziehen wir jetzt erstmal hier rüber. Kriegen wir den hier um die Ecke gezogen. Nein. Kriegen wir nicht. Moment, dann muss ich gucken, ob die Zeit ausreicht. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Es reicht aber. Oh, ich dachte schon. Die Zeit reicht. Dann müssen wir es von hier aus machen. Weil ich weiß, dass man den, glaube ich, nämlich unter den Scheinwerfer ziehen musste, dass der Scheinwerfer auf dem Boot landet. Und dann kann der ja nicht mehr ins Wasser fallen.
So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Mal gucken. So, ja, das sieht schon gut aus. Moment, jetzt mal gerade hier hoch. Zack. Jetzt ziehe ich das Boot noch ein Stück ran. Gucken, ob die Zeit ausreicht. Sie reicht. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier schon mal Ruhe. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was gibt's hier? Genau, gar nichts. Okay, warum sind wir dann hier? Keine Ahnung. Dann können wir ja jetzt ins Wasser rein. Das müsste uns jetzt irgendeinen Vorteil verschaffen, den ich jetzt gerade noch nicht gesehen habe. Wo geht's denn hier hinten lang? Aha, hier geht's weiter. Gut, da hätten wir auf keinen Fall hingekonnt. Das Wasser sieht hier so komisch aus, ne? Kann aber auch am Licht liegen. Ah, das sieht eher nach Grab aus. Aus einem alten Grab. Wonach haben sie gesucht? Ja, die haben hier einfach hierhin geschafft und haben wieder ein Grab gebaut hier. Wunderschön. Boah, und das gab 250 Bergungsgut. Sehr gut. So, irgendwas mit Belohnung. Da bin ich jetzt gerade aber zu schnell gewesen. Das konnte ich mir zu schnell nicht angucken. So, hier sind wir hergekommen. Und sonst sehe ich hier nichts mehr. Das heißt, wir verlassen das Ganze wieder über den schnellen Weg. Na toll, 3 Meter Seil. Naja. Dann mal gerade gucken, möchte ich, glaube ich, noch die Splittergranaten haben. So, können wir die jetzt... Nein, es fehlt immer noch... Ah, es fehlen noch 44. Scheiße. Okay, nicht schlimm. Hätte ich gerne gehabt, aber man kann eben nicht alles haben. So, und wir müssen hier wieder zurück. Okay, können wir hier noch was lesen? Nein, können wir nicht. Gut. Schade, dass es hier keinen schnellen Ausgang gibt. Hier müssen wir leider wieder unten durch. Durch die Höhle. Na, was war das denn für ein Geräusch? Irgendwas ist gerade runtergefallen. Das hat sich zumindest so angehört. Die werden mich doch jetzt hoffentlich nicht hier draußen erwarten. Das wär's jetzt noch. So, dann wollen wir doch mal gucken, was der kleine, ungezogene Alex hier so treibt. Wollte ja nicht auf uns warten. Nanu. Ach so. Und sein Glück alleine versuchen. Gucken, ob das so klug ist. Alle hopp. Oh, das war zu knapp. Das war zu knapp. Ich hätte später abspringen müssen. Oder wir müssen da ein Seil spannen. Ich muss mal gerade gucken. Oh, bitte nicht wieder im Grab anfangen. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade. So, jetzt stellen wir das Ganze mal ein bisschen geschickter an hier. Da kommen wir ja noch rüber. Kabums. So. Gerade gucken, ob hier sonst noch irgendwas ist. Oder ob ich hier irgendwas übersehen habe. Ne, wir müssten eigentlich da rüberkommen. Eigentlich. Alle, hopp! Ja, okay, wir müssen einfach nur knapper abspringen. So, da ist der Schrank gewesen, den wir aufgemacht haben. Wir müssen hier wieder runter. So. Dann auf zu Endurance. Dann müssen wir hier rüber. Da haben wir den einen Kollegen ja schon ausgeschaltet. Ich hoffe mal... Und blinkt was. Kommen wir denn hier wieder hoch? Wenn ich da jetzt runtergehe. Warte mal, ich gucke mir das mal von der anderen Seite an. Das ist nur eine Möwe. Ja, hier kommen wir offensichtlich wieder hoch, 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 genau. So. Weil hier ist zum einen das noch. Ja doch, mein Gott. Ich gehe ja gleich zur Endurance. Tut ja gerade so, als wäre das hier jetzt das Wichtigste der Welt.
So. Hier lag doch noch ein Geocache. Den habe ich eben blinken gesehen von unten. Da, genau. So, irgendwas kann man auch mit diesem Ding da machen, aber ganz ehrlich, das will ich jetzt erstmal nicht rausfinden, weil bis ich das jetzt rausgefunden habe, irgendwo kann man das hinziehen und dann kommt man da hoch, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, ich hätte das damals mal gemacht, ich weiß es aber nicht mehr genau. So, die Endurance ist da drüben, vor allem. So, hier rüber. So, wo ist denn die Endurance? Ich sehe sie noch gar nicht. Die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. So, wo kann ich denn? Da kann ich. So, was ich da vorne jetzt, also nicht hier, sondern auf der anderen Seite jetzt gerade auch wieder gesehen habe. Da ist... Ja, da ist wieder nämlich mit Steinen verhangen. Da können... Ich probiere das jetzt gerade mal aus, aber ich glaube, uns fehlt da noch was. Ich glaube, wir können da trotz des stärkeren Bogens nichts ausrichten. Nein. Hier brauchen wir noch was. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Hoshi, ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst, sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Okay. Stimme hörte sich auch nach Sam an, so ein bisschen. Nun gut. Dann einfach mal weiter hier. Ich muss mal schauen, wie kommen wir denn hier zur Endurance? Okay, wir sind richtig. Bunker an der Klippe. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ich glaube, hier plätschert Wasser oder so. So. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Naja, was sollen sie auch sonst damit tun? Ist ja schon sehr beeindruckend, ne? Die haben die da mit Seilen festgemacht und dann in den Felsen reingezogen, damit die nicht weg kann. So, gut, dann wird's da wahrscheinlich auch wieder von Gegnern nur so wimmeln. Ich hoffe ja, dass die Alex nicht geschnappt haben. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Dann müssen wir den wieder retten. Ah, hier haben sie so eine Kanone. Damit haben die früher wahrscheinlich dann aufs Meer rausgeschossen, wenn da sich feindliche Schiffe oder so genähert haben oder Flugzeuge. So, da bin ich ja mal gespannt, was uns hier so erwartet. Yes, das war's ein Ding. Ist aber vorne auseinander, also irgendwie hat das anscheinend mal einen schweren Wumms gegeben hier. Hier sind überall diese Dinger mit... Wie kriegen wir die denn auf? Oder ich bekomme hier meinen Zusatz, den ich noch brauche. Würde ich hier gerne mal mit ballern, ne? Ich meine, wenn wir die Sache nicht aus der Endurance bräuchten, dann würde ich da gerade mal... Ja, wenn da Gegner sind, ne? Das Problem... etwas leichter angehen und da einfach mal reinholzen. Dann wäre bestimmt direkt Ruhe. Da wird es nur mal kurz hell und das war's. Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. So, und wie es hier weitergeht und ob wir diesen Typen dort erledigen
Und ob wir Alex noch finden, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.